Fußballfans unter uns werden es nie vergessen. Da steht der Trainer des FC Bayern München nach einigen erfolglosen Spielen vor der Presse und hat sich einen seiner Spieler besonders ausgeguckt. Der italienische Coach Giovanni Trapattoni formulierte in seiner ureigensten Art ziemlich aufgebracht: Wasserlaube Strunz! Diese bis heute legendäre Pressekonferenz kam mir direkt in den Sinn, als ich mich mit der sogenannten Jahreslosung für das nächste Jahr beschäftigte. Die Jahreslosung der christlichen Kirchen wird für jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Und die aktuelle politische oder gesellschaftliche Situation spielt dabei überhaupt keine Rolle, weil die Auswahl stets 4 Jahre im Voraus stattfindet. Die Jahreslosungen werden seit den 1930er Jahren veröffentlicht. Und für das nächste Jahr, für das Jahr 2024, ist es eine herausfordernde wie ermutigende Aussage aus einem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in der griechischen Hafenstadt Korinth geschrieben hat. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und die Übersetzung der Elberfelder Bibel ist etwas näher am ursprünglichen Text dran. Und eigentlich heißt die korrekte Übersetzung nämlich: Alles bei euch geschehe in Liebe. Wow, wirklich alles? Oder um es mit Trapattoni zu formulieren: Wasserlauben Paulus! Weiß der denn nicht, wie wir sind? Ist dem denn nicht bekannt, dass wir das nicht können? Hat der so wenig Menschenkenntnisse, dass er nicht mitbekommen hat, dass wir oft einfach nicht lieben können? Vielleicht ist Paulus ja auch nicht bewusst, dass wir auf Appelle oft mit dem genauen Gegenteil antworten. Alles geschehe in Liebe. Das schreibt Paulus Menschen, die er sehr gut kennt. Denn er hatte auf einer seiner Missionsreisen eine längere Zeit in Korinth bei Aquila und Priscilla, einem judenchristlichen Ehepaar, gewohnt. Er hatte in dieser Zeit einen Teilzeitjob als Zeltmacher gehabt und ganz nebenbei eine Gemeinde gegründet. Die hatte sich zunächst sehr gut entwickelt, aber als Paulus dann weitergezogen war, nahm das alte Leben die jungen Christen wieder ein. Und so lebten einige von ihnen eigentlich so wie alle in dieser schillernden Hafenstadt Sin City. Darüber hinaus machte sich Egoismus in der Gemeinde breit und eroberte die Herzen der Christen zurück. Und so gab es in der jungen Gemeinde alles, was es eigentlich nicht mehr geben sollte: Rechthaberei, Gruppenbildung, Unversöhnlichkeit und Lieblosigkeit. Als Paulus davon hört, schreibt er einen langen Brief, und Schwerpunkt ist die Liebe. Und in diesem Brief schreibt Paulus Gedanken über die Liebe, die bis heute zur Weltliteratur gehören. In 1. Korinther 13 steht zum Beispiel sein Hohelied der Liebe, einer der berührendsten Texte über die tiefe Dimension der Liebe, die unser Leben komplett umfassen soll. Und am Ende dieses Textes beschreibt Paulus dann 3 Säulen, auf die unser Leben aufgebaut sein soll: Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber, so Paulus, die Liebe ist das Größte. Und am Ende des Kapitels 16 gibt er den jungen Christen noch einige Ratschläge. Bleibt wachsam, steht fest im Glauben, seid nicht zaghaft, sondern entschlossen und stark. Und dann steht dieser Satz: Alles bei euch geschehe in Liebe. Na gut, sagen wir vielleicht heute, dann machen wir das halt einfach mal so. Und schon laufen wir in die Falle, denn wir werden sehr schnell merken, dass wir das nicht können. Liebe können wir nicht produzieren. Wir können uns selbst nicht zu liebevollem Handeln zwingen und wir können anderen auch nicht liebevoll begegnen, wenn unser eigener Liebestank leer ist. Und vielleicht hat Jesus deshalb auch gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Beatles haben recht gehabt, als sie vor vielen Jahren den Hit schrieben: All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Aber woher sollen wir die nehmen? Ich warne schon mal vor, es kommt gleich noch schlimmer. Denn Paulus verwendet in seinem Brief an dieser Stelle eine ganz spezifische Bezeichnung für das Wort Liebe, nämlich Agape.
oder Agape. An dieser Stelle eine kleine Begriffserklärung für Liebe. Man unterscheidet im Griechischen drei Arten von Liebe. Eros, die erotische Liebe, Philia, die freundschaftliche Liebe unter Freundinnen und Freunden, und Agape, die uneigennützige zwischenmenschliche Liebe, die direkt von Gott kommt. Wir könnten also auch sagen, die göttliche Art der Liebe. Und einige Theologen haben über sie geschrieben, wenn diese Art der Liebe von Gott her durch den Heiligen Geist in die Herzen ausgegossen worden ist, dann wird sie auch in den Menschen wirksam. Von Agape wird im Neuen Testament an vielen Stellen geschrieben. Jesus selbst benutzt diesen Begriff, wenn er von der Liebe spricht. Zum Beispiel in Johannes 15, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Alles geschehe in Liebe, ist also keine Momentaufnahme für unsere guten Momente im Leben, diese Augenblicke, in denen wir mal die barmherzige Seite unseres Charakters gewinnen lassen. Die hier gemeinte Liebe ist auch kein vorübergehendes Gefühl, das uns mal überfällt oder uns immer mal wieder besucht, um uns dann schnell wieder zu verlassen. Keine Emotion, sondern eine Lebenshaltung. Gottes Liebe soll uns komplett einnehmen. Sie soll unser Wesen, unseren Charakter bestimmen. Und das wird dann Auswirkungen auf unser Handeln haben. Alles geschehe in Liebe. Das taugt nicht als Dienstanweisung oder als immer wiederkehrende Selbstmotivation. Der Spruch sollte am besten so verstanden werden, dass die Liebe eine Lebenshaltung wird. Wir können es ohnehin nicht schaffen, wenn wir nur auf unsere eigenen Fähigkeiten bauen. Unsere Batterien werden sehr schnell leer sein, wenn wir versuchen, alles aus uns selbst heraus in Liebe geschehen zu lassen. Wir brauchen eine ständige Verbindung zu Jesus, der der Inbegriff der Liebe ist. Tja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Wer einen braun gegerbten Body haben möchte, sollte viele Stunden in der Sonne verbringen. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die im Sommer gerne am Strand liegen, um braun zu werden, wirst du das Bild sofort verstehen. Es bringt nichts, seine Haut zu sagen, werde jetzt mal braun. Es geschieht von ganz allein, wenn du dich der Sonne aussetzt. Und genauso sehe ich das mit der Liebe. Wenn wir Liebe als Lebenshaltung erleben möchten, dann bringt es wenig, uns immer wieder dazu aufzufordern, liebevoll zu handeln. Wir werden nur müde dabei und wir werden enttäuscht sein. Wir müssen uns selbst immer wieder der Liebe Gottes, dieser Agape, aussetzen. Wir müssen unser Leben von seiner göttlichen Liebe überfluten lassen. Um das zu lernen, dazu bietet uns das Jahr 2024 reichlich Gelegenheit.